Der dritte Tag von der Bad Bonn Kilby Lauf, der dritte und letzte Tag. Darum haben die Leute natürlich auch schon viel gesehen, viel gehört, viel gegessen. Und wir wollten ein wissen, wie passen denn so die Bad Bonn Kilby in verschiedenen Kategorien und haben sie bewerten lassen. So ein Festivalgelände, wenn du das anschaust, wie würdest du das jetzt bewerten, der Bad Bonn Kilby? Gebe ich das 4. Ich finde, es ist eine gute Größe. Es ist nicht zu gross und nicht zu klein. Ich würde jetzt 2 sagen, weil es ist... Es ist ein bisschen zu klein, aber es muss so sein, um eine so coole Ambiance zu haben. So, das ist, warum ich würde das sagen, aber 5. Vielleicht 5 auch. Es ist fischig. Es ist alles so sehr klein, sehr herzig, sehr nach Holzschnitzel, schmeckt sehr gut. Nach dem Wetter ist das also eigentlich die beste Lösung, die ich bis jetzt gesehen habe. Das Musikprogramm, wie gefällt dir das? Total. Das ist, denke, das ist die beste Sache, um hier zu sein. Das ausklammern, aber es ist so im Allgemeinen. Das Fifi. Ich war zwar fast nur im Club, weil ich nicht so Bock hatte auf Konzerte. Und jetzt ist es so das elektronische Programm, hat wie so recht viel bieten können. Die Musik hat mir auch so mit Energie aufladen, dass ich so voll abgehen konnte. Ja, das ist das Fifi natürlich, sonst wäre ich nicht da. Und ich finde auch jedes Jahr so Überraschungen, die man eigentlich nicht kennt und die mega toll sind. Wenn so ein bisschen die Stimmung, die Menschen hier an der Bad Bonn Kilby, wie gefällt euch das? Wie gefällt euch das? Ja, gerade nochmal ein Fifi. Die Eintönung ist uns nicht wert. Aber es ist einfach cool da. Ich bin fast nicht unangenehm irgendwie angefickt worden. Das ist auch gut. Ich würde auch einen 5 sagen. Ich denke, 5 ist sehr cool. Es gibt coole Leute, du kannst mit jedem sprechen, alles ist sehr geöffnet. Und etwas sehr cool ist, dass jedes kam hier für die Musik, nicht für Bratwurst zu essen oder was so. Das ist viel besser. Wir haben sogar jemanden kennengelernt, das ist auch schön. Jemanden kennengelernt? Also den Gerard. Das habe ich eine Frau gemeint. Okay, aber vielleicht habe ich ja den Gerard auch mega gerne bekommen. Wir haben mal irgendwie so ein bisschen Essen ausprobiert, wie dunkelt euch das so? Ich glaube, da gibt es die besten Pommes. Dort hinten bei der Küchen. Wie heisst es? Entrum. Ja. Vielleicht wird eine 3 sagen, weil es gibt nicht viele Sachen zu essen, nicht viele Möglichkeiten. Aber jedes ist sicher sehr cool, war sehr, sehr gut. Was hast du probiert? Ich habe schon die Bratwurst geprobt. Ich habe ein bisschen alles geprobt. auch ein Poulet Curry von den Chinese. Und guten Kaffee. Das ist auch etwas, was es an einem Festival nicht so oft gibt. Und da gibt es guten Kaffee. Was heisst für dich teuer? Was würdest du erwarten? Ja, 7 Stutz einmal Bauch vollschlagen wäre noch nice. No. Wie steht es ums Katerlevel von 1 bis 5? Ja, es kommt halt ein bisschen darauf an. Am ersten Tag haben wir recht früh angefangen, darum war es am nächsten Tag nicht so schlimm gewesen. Aber heute ist es etwa ein 4. Ja, wir müssen jetzt baden und jetzt ist es wieder ein bisschen besser. Aber ja, das Mix spürt es definitiv. Super. Sehr gut. Fifi. Also kein Kater. Oder, ja. Der Trick ist, gespritzte Weisse. Fritsch. Ich würde 2 sagen. Ich habe zu viel gestern getrunken. Und es war sehr, sehr lang. Die letzte Konzert war sehr, sehr spät auch. So, ich bin ein bisschen Kaffee heute. Und wie viel von dem am Tag? Ja, einfach, ich glaube, das ist je nach Body Mass Index, muss man das ein bisschen variieren. Aber einfach so ein gutes Level behalten. Vielleicht alle Stunde eine und dann gegen später vom Abend kann man dann so ein bisschen verdichten.